Okay, ja, ja, Herr Klagmann, macht keinen Sinn. Mhm, ein Test. Ja, ja, verstehe. Weil ich vorbereitet bin. Psst, Kate, schau, was ich hier habe. Oh, heiliger Strohsack Jake, du weißt, was du tust. Ja, das weiß ich. Geometrie, Englisch, ich hab alles. Deshalb trägst du also diesen lächerlichen Mantel. Upsi. Sieht aus, als ob Hut und Mantel jetzt mir gehören. Nein, meine akademische Zukunft. Ich kann nicht glauben, dass du dachtest, du würdest damit durchkommen. Jake. Hey, Jake. Keine Panik, ich habe alles im Griff. Zum Glück habe ich diesen süßen Schuh. Ich nehme einfach die Sohle heraus. Dann brauche ich einen Stift und ich kann alles draufschreiben, was ich brauche. Sogar die ganze Gleichung passt drauf. Tja, warum lernen, wenn du einen Schuh und einen Stift hast? Dann stecke ich die Sohle einfach wieder in den Schuh. Wartet auf mich, Gleichung. Ich werde euch brauchen. Und niemand wird das mitbekommen. Ich helfe dir, Jake. Ich habe doch meinen treuen Schuh. Warum gibst du mir deinen ekligen Schuh? Dieser Schuh wird mir nicht helfen, Geometrie zu bestehen. Ach, es ist nicht der Schuh, sondern das, was in ihm steckt. Diese unglaublich verschwommenen Gleichungen? Warte, verschwommen? Oh, was ist mit meinen Gleichungen passiert? Die ganze Tinte ist verschmiert. Oh nee, alle Gleichungen sind auf meiner Fußsohle. Und meine akademische Zukunft auch. Hör auf zu reden und löse die Aufgaben. Oh, ich habe all diese Gleichungen für nix aufgeschrieben. Ich wusste, es war richtig, früher hier zu sein. Niemand hier, also Zeit, an die Arbeit zu gehen. Gleich wird mein kleiner Spicker fertig sein. Ich schreibe einfach die Antworten von meinem Telefon ab. Oh Mann, ich schreibe die nicht immer richtig ab, wenn sie direkt vor mir liegen. Kein Problem, dafür gibt's Radiergummis. Oh nee, mein Spickzettel. Oh je, wenn ich den nur wieder zusammenbringen könnte. Warte, es gibt einen Weg. Oh, Klebeband. Mach, was du am besten kannst. Warte, du kannst mir noch mehr helfen. Zuerst brauche ich einen Papierstreifen, so breit wie das Klebeband. Jetzt die Notizen draufschreiben. Oh, Algebra, warum musst du auch so schwer sein? Jetzt kommt das Klebeband zum Einsatz. Ich brauche einen langen Streifen, aber nicht von der Rolle abreißen. Vorsichtig die Papierstreifen auf das Klebeband legen. So, das sitzt perfekt. Jetzt nur noch das Band vorsichtig zurückrollen. Alles drin und startklar. Niemand wird das mitbekommen. Oh, Klebeband, du wirst mir helfen, eine Eins zu bekommen. Schau dir all diese süßen Gleichungen an. Wow, Kate, du bist früh hier. Schau, was ich gemacht habe. Alle Gleichungen sind griffbereit. Oh, das ist ehrlich gesagt das Cleverste, was du jemals gemacht hast. Jetzt wird's Zeit für einen weiteren Algebra-Test. Okay, Klebeband, enttäusch mich nicht. Eigentlich freue ich mich schon, diesen Test zu machen. Okay, hier ist dein Test, Kate. Vielen Dank, Herr Klagmann. In Ordnung, an die Arbeit. Zeit für mein kleines Tape. Genau am richtigen Ort. Hallo, Antwort auf die erste Aufgabe. Und auf die zweite und die dritte Aufgabe. Okay, nur noch eine Aufgabe. Los geht's, Nummer 4. Warte, was hat das denn mit der vierten Frage auf sich? Okay, schau dir einfach das Tape an. Ist sie hier? Hier? Oder hier? Mann, irgendwo muss das doch stehen. Okay, du siehst aus wie eine Mumie. Bravo, Kate. Und jetzt raus mit dir. Okay. Das ist der Hammer. Ha? Was ist denn da drüben los? Oh, wie sehe ich denn aus?
Naja, hallo. Nicht so schnell. Gibt es irgendwas, das du mir sagen möchtest? Aha, da ist es. Es sind keine Handys erlaubt, weißt du noch? Na schön. Dankeschön. Und jetzt zu deinen Haaren. Wie unverschämt. Es sei denn... Natürlich. Ich bin gleich zurück. Du willst dein Handy verstecken? Nimm Knete und drück sie an die Seite der Bürste. Und das jetzt immer so weiter an der Kante entlang. So versteckst du den Rand deines Handys. Jetzt sieht das aus wie der Rücken der Bürste. Der Griff ist auch richtig cool. Ich bin hübsch und ein Genie. Viel besser, oder? Darf ich mal? Oh, dieser Spiegel ist so lebensecht. Wie konnte ich das nicht bemerken? Hier, die kannst du behalten. Okay, und jetzt rein mit dir. Falltreffer! Oh nein, die suchen schon wieder nach Handys. Ich muss mir was einfallen lassen. Wie bekomme ich es nur da rein? Der Typ ist sicher keine Hilfe. Da drin ist es wie in einer anderen Welt. Oh, ja? Ich hab's. Und los geht's. Chris. Redest du mit mir? Darf ich? Auf keinen Fall. Oh, bitte, bitte. Oh, aber das kostet. Oh, widerlich. Aber okay. Ich befeuchte sie noch für dich. Hier, kiss das. So sanft. Das war der Wahnsinn. Das Fischglas gehört ganz dir. So, und jetzt zu meinem Plan. Wie gut, dass ich beim Mittagessen keinen Hunger hatte. Wichtig ist, dass sie gut verschlossen ist. Die Steine werden es verdecken, siehst du? Und jetzt zum großen Finale. Yes! Hallo! Oh, ich liebe Fische. Du darfst reingehen, Annie. Zeit für einen kleinen Tauchgang. Entschuldige, kleiner Kerl. Schön trocken. Tja, dank des guten alten Plastiks. Na, 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 na. Oh, hab sie nicht gesehen. Meine Musik? Ich weiß nicht, ob sie Ihnen gefällt. Jetzt kommt der Beat Drop. So, und jetzt Schluss damit. Oh, ist das ein Vogel da? Tschö! Das war ganz schön knapp. Aber ich weiß, was zu tun ist. Mal sehen. Das ist es definitiv nicht. Bingo! Genau, was ich brauchte. Siehst du diesen Bandabroller? Nimm das Klebeband raus und ersetz es durch die Dinger. Perfekt! Moment! Zeit zum Scannen. Diesem Gerät entgeht nichts. Oh je. Bis jetzt nichts? Okay. Aha! Auf frischer Tat ertappt! Das? Das ist Klebeband. Wie kann das denn sein? Oh, geh einfach. Dieser Trick funktioniert immer. Und praktisch ist er auch. Genau richtig zum Gitarrensolo. Ah, ich finde die Haare und sehe sowas von glamourös aus. Perfekt. Zeit für ein paar Hausaufgaben. Oh mein Gott, ich liebe diese Chips. Diese Aufgabe wird einfach. Erstmal ein bisschen Müll beiseite räumen. Und den hier einschalten.
Warum gehst du denn nicht an? Okay, das wird helfen. Schütteln, schütteln, schütteln. Hoffentlich hat das niemand gesehen. Jetzt soll es funktionieren. Nee. Ach, warum hast du mich, Laptop? Warte mal. Ich habe eine geniale Lösung. Ich habe eine 2-Liter-Flasche und einen Cutter. Dann schneide ich den Deckel dieser Flasche ab. Und ich brauche noch ein Stück Taschentuch für dieses Teil. Das schiebe ich in die Flasche. Das passt perfekt auf das Ende des Föhns. Ich bin bereit. Das ist ein Do-it-yourself-Staubsauger. Oh, schau doch, wie der alle Krümel aufsaugt. Super, sauber. Erledigt und erledigt. Oh, Gott sei Dank ist endlich Mittag. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Maddie, schau mal. Oh, mein neues Sweatshirt. Sind da Flecken drauf? Mann, das sieht aus wie... Na, du weißt schon. Oh, ich hab nichts zum Wechseln. Komm schon, Fleck, geh weg. Oh Mann, das ist deine Schuld, Jennifer. Ja, vielleicht können wir den verstecken. Hier, du kannst meinen Gürtel haben. Hä? Nimm, ich zeig's dir. Ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Es sei denn, wir falten ein bisschen. Zuerst schnallst du den Gürtel um deine Taille. Mach ihn so eng, wie es geht. Sobald er sitzt, zieh den Stoff so nach oben. Und jetzt sieht man den Fleck überhaupt nicht mehr. Ziemlich cool, oder? Oh ja, sieht gut aus. Puh. Eine Linie ziehen. Oh, Lineale sind großartig zum Kratzen. Das ist ein ziemlich schönes, gleichschenkliges Dreieck. Oh, und fertig mit Geometrie. Jetzt zusammenpacken. Rein mit dir. Ja, das wird nicht passen. Warte eine Sekunde, ich bin doch clever. Ich packe einfach alles in meine Tasche. Rein mit dir, Lineal. Och Mensch, willst du mich verarschen? Warum willst du denn da nicht reinpassen? Ups. Mensch, Lineal, warum hast du mich dazu gebracht, dir das anzutun? Na warte, vielleicht ist es ja auch eine gute Sache. Nee, passt immer noch nicht. Ah, diese Federtasche, die hasst mich. Okay. Ich glaube, ich bekomme das hin. Ich mache mir ein kleines Papierlineal. Ich habe meinen Stift, ich schraube ihn auf und nehme die Tintenpatrone raus. Das kleine Papierlineal gleitet direkt hinein. Und jetzt die Patrone wieder rein. Ha, besser als vorher. Ich versuch's mal auf einem Zettel. Oh, das funktioniert genau wie ein Lineal. Linien gezeichnet und voilà, ein perfektes Dreieck. Okay, ja, verstanden. Also, wenn ihr nur eins wollt, dann möchte ich Linien unter den Aufgaben sehen. Oh, jetzt kommt meine Zeit zu glänzen. Auspacken und los geht's. Linealstift zur Rettung. Mann, was ist passiert? Oh, überall ist Tinte. Das ist nicht fair. Meine Hand, mein Gesicht. Oh, überall. Happy Birthday. Oh, danke. Das ist für dich. Du bist die Beste. Ich frag mich, was es ist. Hier für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Wow, ihr verwöhnt mich ja richtig. Ich bin so froh, Freundinnen wie euch zu haben. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Wow. Was? Heute ist Stacys Geburtstag? Hi. Hi, Emily. Danke nochmal. Ich hab's total vergessen. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht habe ich was für Stacy in meinem Rucksack. Mag sie vielleicht Gummihühner? Wenn ich's mir recht überlege, lieber nicht. Was habe ich denn noch hier? Spaßpup? Immer ein Lächeln wert. Nee, das kann ich ihr auch nicht geben. Ein neues iPhone. Wow.
Oh Mann, ist das schwer. Sie wird so traurig sein. Ich muss ihr nach dem Unterricht was kaufen. Ich hoffe, das stört sie nicht. Diese Blumen riechen fantastisch. Ich weiß, ich schreibe ihr eine Karte. Der Gedanke zählt, oder? Das sieht furchtbar aus. Oh, ich muss mir was einfallen lassen. Warte mal, ich glaube, ich hab's. Ich weiß, was ich Stacy zum Geburtstag schenke. Wird Zeit, mich an die Arbeit zu machen. Ich male zuerst mit einem blauen Textmarker Punkte auf den Deckel meines Notizbuchs. Einfach irgendein Muster. Das gleiche mache ich mit anderen Farben. So lange, bis die Seite ganz voll ist. Das sieht gut aus. Ich denke, das sollte reichen. Da kommt jetzt durchsichtiges Tape drauf. Das soll schön glatt werden. Und dann schneide ich es ab. Der letzte Streifen. Nun tupfe ich schwarze Farbe auf das Klebeband. Mit dem Schwamm wird es dann auch gleichmäßig. Ich darf keine Stellen vergessen. Und nun wird die Farbe trocknen. Mit einem Holzspieß kratze ich dann einen Gruß drauf. Der Spieß kratzt das Schwarz ab. Und das Bunte scheint hervor. Das ist ein richtig cooler Effekt. Fertig! Stacy? Alles Gute zum Geburtstag! Oh, Emily, wow! Vielen Dank! Das gefällt mir total gut! Komm her, Bestie! Also, hast du Torte? Das war ein toller Film. Du solltest ihn auch sehen. Oh, Emily, setz dich doch. Hey, Leute. Du siehst toll aus. Danke, Jake. Das ist so nett von dir. Ich kann das. Und los. Hä? Oh, meine Mine ist abgebrochen. Voll nervig. Oh, typisch. Warum passiert mir das immer? Ich hoffe, ich habe einen Anspitzer. Komm schon. Ich habe alles in meiner Federtasche, nur den nicht. Oh, ich habe ihn zu Hause gelassen. Hey, Stacy, hast du einen Spitzer? Bin mir nicht sicher. Mal gucken. Ups, ich bin so tollpatschig. Nee, habe ich nicht. Sorry. Okay, das war weird. Was hat die für ein Problem? Nun ist meine Zeit gekommen. Ich kann Emily meinen Anspitzer geben. Oder ich nehme den Ring, den ich gekauft habe. Einen Versuch ist es wert. Ich nehme den Edelstein ab und gebe einen kleinen Klecks Kleber drauf. Das sollte reichen. Und nun setze ich da den Anspitzer drauf. Dann kommt der Ring in eine Schachtel. Sieht toll aus. Hey Emily, das ist für dich. Wirklich? Wow, du bist so süß. Den hast du für mich gemacht? Jake, das ist genau, was ich brauche. Danke, wow. Du hast ihn verdient. Ich bin so froh, dass er dir gefällt. Ich kann es kaum erwarten, ihn anzustecken. Der passt perfekt. Und er ist sehr praktisch. Was bist du aufmerksam, Jake? Und mein Stift ist wieder gespitzt. Ich werde nie wieder meinen Anspitzer verlieren. Und alles dank dir, Jake. Danke, mein Süßer. Ach, das hätte ich sein sollen. Ich wünschte, Jake hätte mir den Ring geschenkt. Ich bekomme nie die süßen Typen ab. Sollen wir uns später treffen? Ich muss gleich kotzen. Wir sind alles durchgegangen, also gibt es keinen Grund zu versagen. Nicht versagen, kapiert. Mir ist so langweilig. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Emily, das ist voll eklig. Es wird Zeit für den Test. Ich möchte, dass ihr alle Aufgaben löst. Ein Test, juhu! Hier sind eure Blätter. Boah, ist das aufregend. Ich möchte gleich anfangen. Oh, sorry, ich mag Tests einfach. Hier, das ist für dich. Ja, danke. Das könnte knifflig werden. Ich habe mich voll erschreckt. Sorry, ich mache später mit meinen Nägeln weiter. Aber ihr fahrt fort. Na toll. Mit dem kann ich nicht mehr schreiben. Hey Stacy, hast du noch einen Stift? Bitte, ich brauche einen. Ich habe nur den hier, sorry. Oh, okay. Warte, ich habe eine Idee. Bekomme ich deinen Stift ganz kurz? Okay, aber den will ich wieder haben. Ich weiß, was ich mache. Ich bin genial. Ich lege den Bleistift auf ein Stück Papier und dann rolle ich es ein. Das Blatt muss schön eng gewickelt werden. Bevor ich das Ende erreicht habe, fahre ich mit dem Klebestift über den Rand. Dann rolle ich das Ende auf. Ich muss darauf achten, dass es klebt und dann ziehe ich Stacys Stift raus. Dann stecke ich einen Trinkhalm in die Papierröhre und verschließe das Ende mit dem Kleber. Dann kommt mein Stift ins andere Ende. Das ist ein optimierter Bleistift. Damit sollte es gehen. Danke, Stacy. Klar, aber was habe ich denn da gerade gesehen? Das klappt. Ich bin froh, dass mir das eingefallen ist. Das geht echt gut. Oh, da kommt Matthew. Hey. Du bist zu spät. Setz dich. Sorry, hat eine Weile gedauert, bis meine Frisur perfekt war. Oh, der sieht so gut aus.
Diese Windmaschine ist das Beste, was ich je gekauft habe. Wow, schau die nur an. Ich sehe wirklich gut aus. Ja, ja, das tust du. Ich glaube, mein Herz ist gerade stehen geblieben. Oh, mein Stift. Ups, ich hoffe, das hat keiner gesehen. Wie bekomme ich denn mein Handy rein? Ich hab's. Ich brauche nur etwas doppelseitiges Klebeband. Fertig, zielen und kleben. Wow. Probieren wir das nochmal. Bleib einfach genau da stehen. Ich war's nicht. Allergien. Was ist mit dem Typen los? Komm schon, bleib kleben. Hä? Ich dachte, ich hätte was gespürt. Was gibt's? Du sprichst mit mir? Ich glaube, ich habe eine Freundin. Sie sehen gut aus, Miss Smith. Oh, du bist ja lieb. Viel Erfolg heute. Hi, Miss Smith. Hallo, Annie. Mal sehen, was du versteckst. So weit, so gut. Ich konnte nichts entdecken. Ich bin sauber, ich schwöre. Na, wenn du das sagst. Das lief ja wie am Schnürchen. Vielen Dank für die Hilfe, Bro. Du schaffst das. Das ist so nervenaufreibend. Hoffentlich ist das richtig. Ich habe mein Bestes gegeben. Wie habe ich abgeschnitten? Wem mache ich was vor? Das ist falsch, oder? Warum strenge ich mich überhaupt an? Das ist so schwer. Schau zu und lerne, Nerd. Mach einfach das. Tada! Ich weiß, ich bin ein Genie. Was? Das gibt's doch nicht. Juhu! Freiheit! Hast du das Gesicht vom Lehrer gesehen? Wie cool, dass Kevin ihm ein Furzkissen auf den Stuhl gelegt hat. Du bist in Kevin verliebt. Nana! Hey, zieh nicht an meinen Haaren. Stopp! Ich muss dir was zeigen. Das ist mein neuer Freund. Der sieht kuschelig aus. Aber guck dir meinen an. Hä? Was ist mit Teddy passiert? Oh nein, meine Stifte sind ausgelaufen. Das ist nicht gut. Mama wird sauer sein. Gib den her. Ich bin sehr enttäuscht. Das war's. Du fliegst raus. Du hast Schande über die Familie gebracht. Wo soll ich denn hin? Das ist jetzt mein Leben. Ich bin eine Nomadin. Nur ich und die Straße. Und ein riesiger Bär. Vielleicht will er umarmt werden? Oder auch nicht? Ah! Das darf nicht passieren. Ich will nicht vom Bären gefressen werden. Ich habe da eine Idee. Ich trage Kleber auf die Chipsdose auf. Ich mache einen Rahmen. Ich mache das die ganze Dose rum, aber ich lasse eine Lücke. Da kommt jetzt der Reißverschluss dran. Und schon hast du eine Federtasche. Die ist für mich? Total cool. Wow, ich werde die gleich benutzen. Wo sind meine Stifte? Alle passen perfekt rein. Du bist die Beste, Mickey. Bin ich. Und bescheiden. Aufgepasst, Klasse. Heute wird geprüft. Und ich habe es extra schwierig gemacht. Okay, hier ist die erste Frage. Welches ist die alkalische Lösung? Die hier oder die hier? Das weiß ich. Es ist die blaue. Was sagst du, Stacy? Stimmst du zu? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben das besprochen. Du solltest das wissen. Guckt euch den Dreck an. Du musst... Hä? Okay. Versuchen wir was anderes. Wer ist das? Ich weiß das. Schon wieder. Das ist ein Typ mit komischen Haaren. An sich hast du recht. Sie ist gut. Was ist das? Das weiß ich nicht. Ich weiß. Das ist ein Messbecher. Du hast einen Lauf, Mickey. Danke. Wer kann das lösen? Das ist eine knifflige Aufgabe. Unglaublich, wie dreckig das hier ist. Denkt an... Warte, habt ihr das auch gesehen? Na egal,
Ihr habt 4 Möglichkeiten. Oh, das ist so schwer. Nicht für mich. Woher weiß sie alle Antworten? So schlau ist sie doch gar nicht. Ich bin beeindruckt, Mickey. Sie muss schummeln. Kann ich dir helfen? Jemand hat die Tafel vollgekritzelt. Sie wird gleich wieder wie neu aussehen. Hey, was machen Sie da? Hören Sie auf damit. Lass mein Tuch los. Ich mein's ernst, Lady. Wow. Das ist meine Chance. Ich brauche nur ein bisschen Hilfe. Ich liebe Technik. Wo war ich? Stacy? Schummelst du etwa? Ich? Auf keinen Fall. Okay. Psst, Stacy, gib mir dein Handy. Schnell, bevor die Lehrerin guckt. Danke. Hier ist die nächste Frage. Ich weiß, wie ich helfen kann. Shh. Ich trage Kleber am Rand der Hülle auf. Ich mache noch eine Klebelinie daneben. Da klebe ich jetzt einen Stift dran. Das mache ich die ganze Hülle entlang. So ist das Telefon schön versteckt. Und das ist die Lösung für all deine Probleme. Okay, wer kann diese Frage beantworten? Mickey, was ist das? Hä? Das sind nur meine Buntstifte. Ne? Okay, na gut. Hier, nimm's. Wow, danke. Ich leg das hier hin. Jetzt habe ich auch alle Antworten parat. Kommt schon, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wer weiß das? Das ist fantastisch. Ich hab's. Das ist die Lösung. Sehr gut. Danke, Mickey. Bei der Prüfung wird nicht geschummelt. Was ist das? Wie ist das denn da hingekommen? Ich war überzeugt, das würde klappen. Okay, Stacy, du bist die Nächste. Ich brauche noch eine Minute. Die Lehrerin darf mein Handy nicht finden. Aber wie kriege ich es ins Klassenzimmer? Oh, Grace, du schummelst nicht, oder? Ich? Nein, niemals. Warte, ich habe eine Idee. Dafür brauche ich nur Grace Latschen. Hab sie, das perfekte Verbrechen. Und nun muss ich ein paar Anpassungen vornehmen. Ein Schnitt hier und hier noch einer. Das sollte gehen. Und nun kann ich mein Handy in die Sohle schieben und niemand wird's merken. Rein mit dir, Grace. Ich hoffe, das klappt. Ganz normal verhalten. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ich finde keinerlei Hinweise auf Betrug. Ich bin überrascht. Ich dachte, Stacy würde schummeln. Naja. Okay, heute mache ich die Dinge ein bisschen anders. Legt eure Bücher weg, die sind langweilig. Stattdessen schreiben wir einen Überraschungstest in Chemie. Ziemlich cool, was? Der wird euch gefallen. Nein, wird er nicht. Was soll das? Ihr verderbt mir immer den Spaß. Wen kümmert's? Ich hab das Sagen. Hier ist der Test. Das ist merkwürdig. Gönnen wir ihr den Spaß. Und denkt dran, nicht schummeln. Das ist mein Ernst. Wir fallen sowieso durch. Was ändert das schon? Bringen wir's hinter uns. Ich behalte euch im Auge. Wie ein Adler. Wie ein Adler. Das ist voll schlimm. Schau dir die Fragen an. Hey, was machst du da? Das gefällt mir gar nicht. Lass mich das sehen. Ich sagte nicht schummeln. Ja, ja, schon klar. Das nehme ich mit, wo ich es sehen kann. Okay, jetzt kriege ich Panik. Ich muss schnell machen. Das ist eine grausame, grausame Welt. Wow, diese Lampe ist wirklich hübsch. Oh, jetzt ist sie aus. Hey, Emily, ist das ein Handy? Gib das her. Ich bin enttäuscht von dir. Du bekommst es nach dem Unterricht wieder. Ihr Kinder und die Handys, ich verstehe es nicht. Oh, ich hatte fast alle Antworten. Und was mache ich jetzt? Ich muss nachdenken. Moment, vielleicht hilft mir der Radierer. Ich habe eine tolle Idee. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Frau Lehrerin, ich muss mal auf Toilette, bitte. Okay, aber nicht zu weit, ja? Okay. Dann mache ich mich an die Arbeit. Ich brauche nur einen Radierer und den Cutter. Damit schneide ich ihn durch. Dann klebe ich einen Streifen Papier über beide Teile. Und schreibe da die Lösungen drauf. Ich muss klein schreiben, damit alles drauf passt. Dann klappe ich den Radierer um. Und nun zurück ins Klassenzimmer. Versuchen wir es nochmal. Bleib ganz cool. Wie kannst du nur so cool bleiben? Schau dir das an. Ich habe all die Lösungen. Und die Lehrerin wird nichts vermuten. Muss ich Tomatensaft kaufen? Ja. Wow, das ist großartig. Emily, was machst du da? Schummelst du etwa? Was? Nein, da würde ich nicht im Traum drauf kommen. Das ist nur mein Radierer. Sehen Sie? Kein Spicker. Und ich kann nur sagen, toller Test. Ich glaube, sie hat es mir abgekauft. Ist ein toller Test. Danke. Und ich bin fertig. Ich bekomme definitiv eine 1. Und ich bekomme den Radierer. Komm zu mir, mein Schatz. Du gehörst mir allein. Was zur... Hat der ein Schloss oder so? Ich bin gerade echt verwirrt.
Ich geb's auf. Sie hält sich für besonders schlau mit dem Radierer. Viel Glück. Ich bin dann mal weg. Ach, schon morgen. Nur noch 5 Minuten. Ich hatte den besten Traum. Hä? Wie spät ist das? Oh nein, ich komme zu spät zur Schule. Ich muss mich beeilen. Komm schon, hier muss doch was zum Anziehen sein. Oh, das wird gehen. Ich kann es noch zum Bus schaffen. Warte! Nein, halt an! Warte doch auf mich! Oh, wie nervig. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich bin so unfit. Aber wenigstens etwas Cardio. Hä? Matthew? Oh Gott, sorry. Na, das ist doch schon besser. Hat das Teil auch Bremsen? Den Rest des Weges kann ich laufen. Nein, ich kann es nicht glauben. Oh mein Gott. Ich bin so froh, flache Schuhe gewählt zu haben. Bis später, Miezekatze. Ich hab's geschafft. Sorry, hab verschlafen. Geht's dir gut? Du schwitzt. Ganz schön doll. Das ist mal wieder so ein Morgen. Ich musste zur Schule rennen. Es gibt einen Grund, warum ich nicht trainiere. Was riecht denn hier so? Oh, ich glaube, ich muss gleich kotzen. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Oh Gott, wie peinlich. Schlimm, ja. Aber es ist okay, ich kann dir helfen. Du brauchst nur Damenbinden. Gib mir dein Oberteil. Na los, zieh's aus. Vertrau mir, das wird helfen. Okay, aber Matthew schaut nicht her, oder? Danke, dauert nicht lange. Zuerst muss ich das Top umdrehen. Und dann entferne ich die Schutzfolie der Binde und klebe sie auf das Shirt. Ich platziere die Einlagen dort, wo Schweißflecken zu erwarten sind. Und eine kommt noch hier hin. Hier hast du es. Was? Wie kann das sein? Wow, voll der Unterschied. Genau, was ich brauche. Danke. Wow, hier riecht so frisch. Es gibt keinen Gestank mehr. Hey, Stacy. Vielleicht ist es heute doch nicht so schlimm. Ich bin früh dran. Ich höre noch Musik, bevor die Lehrerin kommt. Ich schnapp mir meine Kopfhörer. Ah, da sind sie ja. Das entspannt mich vor dem Unterricht. Was? Das ist ja seltsam. Meine Kopfhörer sind zu Schokolade geworden? Was geht hier vor? Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Wow, das ist so schön. Ich bin die Schokofee und ich verbreite gerne Schokoglück. Das ist lecker. Was ist das? Ich werde mir etwas Spaß gönnen. Jeder mag doch Schokolade, oder? Ja, sie hat recht. Ich liebe Schokolade. Die werde ich nun genießen. Moment. Vielleicht war es gar nicht die Schokofee. Was ist das? Sieht gut aus. Hey, nein, Finger weg, die gehören mir. Nie bekomme ich die schönen Sachen. Stacy ist so gemein. Wer ruft mich an? Oh, es ist Jake, meine Liebe. Er ist so süß. Hi, mein Schatz. Der werde ich zeigen. Ich habe eine tolle Idee. Ganz genau, Rover. Erledige dein Geschäft. Was für ein großes Häufchen. Du bist ein guter Hund. Ich brauche nur noch eine Sache. Aha, das wird gehen. Der ist sogar noch frisch. Das ist perfekt. Ich will es aber nicht anfassen. Das wäre eklig. Zum Glück bin ich immer vorbereitet. Damit wird's gehen. Ich fülle die Spritze mit dem Pupi. Ich habe dann noch Schokolade für einen Snack. Streiche spielen macht hungrig. Das sollte reichen. Und nun fülle ich den Behälter auf. Dann noch die andere Seite. Und nun warte ich, bis sie hart geworden ist. Ich glaube, es ist schon soweit. Das sieht super aus. Ich tue sie lieber zurück. Das wird Stacy lehren, ihre Sachen auch mit mir zu teilen. Bye, bis später. Er ist der Beste. Bleib cool, sie vermutet nichts. Ich muss nun zur Schule. Ich packe nur noch schnell meine Tasche und dann los. Darf meine Kopfhörer nicht vergessen. Richtig, das solltest du nicht. Das darf nicht sein. Nein! Ich muss mich verstecken. Oh, ich weiß. Wendy, komm wieder her. Du kennst die Regeln. Snacks sind nicht erlaubt. Hä? Sie ist hier. Ich weiß das. Du kannst weglaufen, aber dich nicht verstecken. Vielleicht kannst du es doch. Es ist noch nicht vorbei. Ist sie weg? Ich müsste eine 1 für meine Hinterhältigkeit bekommen. Interessant. Verstanden. Er ist so schlau. Und süß. Hey. Der ist für dich. Vielleicht rufst du mich mal an? Was? Dein Ernst? Ich glaube, ich passe. Was? Stimmt was nicht?
Sie hält sich mit ihrem Make-up für was ganz Besonderes. Das ist so ungerecht. Du sollst dich nie wieder schminken. Ich glaube, ich habe alles für den Unterricht. Das wird eine anstrengende Stunde. Oh, pass doch auf. Pass du auf, wo du hingehst. Guck, was du gemacht hast. Das war ein Unfall. Tut mir leid. Oh, die heutige Jugend. Hä? Was ist das? Das ist nicht meiner. Aber jetzt schon. Hol dir hier Limo und Süßigkeiten. Hey, was kann ich dir geben? Ich will nur einen Schokobonbon, bitte. Klar doch, aber der ist nicht umsonst. Oh, richtig, natürlich. Warte mal. Ich muss eben mein Geld verloren haben. Oh, der Tag wird immer schlimmer. Kein Geld, keine Süßigkeiten. Sorry, ab mit dir. Warum passiert mir sowas immer? Ich muss mich entspannen. Hey, was machst du da? Hoffe, du räumst das wieder auf. Mama wird sauer, wenn es hier unordentlich ist. Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, das könnte klappen. Die leih ich mir mal kurz aus. Ich schneide Fußabdrücke aus dem Schaumstoff und wechsle die Farben. Ich staple die Fußabdrücke übereinander und klebe jede Schicht zusammen. Dafür habe ich meine Klebepistole. Ich trage den Kleber oben auf. Die Seite muss komplett bedeckt sein. Dann warte ich, bis alles festklebt. Jetzt mache ich einen Schnitt in die Seite der Sohlen. Ich habe Platz gemacht für diese Schachtel. Jetzt habe ich den perfekten Ort für mein Geld. So werde ich es nie wieder verlieren. Oh, da bist du ja wieder. Hoffe, du hast jetzt Zaster dabei. Keine Bange, ich hab was. Ich hol's raus. Oh, grün ist meine Lieblingsfarbe. Hier ist ein Schokobonbon. Man kann nie genug Regeln aufstellen. Diese Jugendlichen brauchen Disziplin, besonders Mindy. Oh, guten Tag. Nein, bleib weg. Ich werde nervös in deiner Nähe. Ich hab was für Sie. Ist meine Art, Entschuldigung zu sagen. Ich hoffe, Sie mögen Süßes. Hier, bitte. Wirklich? Für mich? Vielleicht bist du doch nicht so übel. Also, lass uns später abhängen. Huh? Hey, bin wieder da. Ups. Schöne Schuhe, Mindy, so farbenfroh. Die sehen wirklich gut aus. Und das sind mehr als nur Schuhe. Guckt euch das an. Hier bewahre ich auf, was ich dringend brauche, inklusive Lipgloss. Man weiß nie, wann man ihn braucht. Das ist mein Lieblingsfarbton. Siehst gut aus, Mindy. Oh, das ist so süß. Ich mein's ernst. Hast du später noch nichts vor? Wir können ins Kino gehen oder so. Ja, können wir machen. Du hast ja meine Nummer, stimmt's? Ihr solltet euch auf die Prüfung vorbereitet haben. Solange ich meine Bücher habe, wird alles gut. Hast du diese Limo schon mal probiert? Die ist echt gut. Ich glaube, ich bin soweit. Ich bin alles durchgegangen. Ich muss nur ruhig bleiben. Einen klaren Kopf behalten. Und die Eins gehört mir. Ich brauche definitiv mehr Limo. Okay, klasse. Das ist der Test. Jetzt ist es soweit. Eure Zeit beginnt jetzt. Dann mal los. Gut, dass wir die Bücher benutzen dürfen. So ist es einfacher. Wo steht es? Ich weiß, dass es hier irgendwo steht. Jetzt wird aufgespielt. Auf geht's. Das wird ein Kinderspiel. Es gibt keinen Grund, sich zu stressen. Die Zeit läuft. Ich kann's nicht finden. Das ist einfach. Was jetzt? Wird's hier drin wärmer? Das läuft nicht gut. Ich dachte, du hast dich vorbereitet. Ich versuche mich zu konzentrieren. Du musst dich beeilen. Die Zeit verrinnt. Das Ende ist nah. Kommt langsam zum Ende. Ich werde auf jeden Fall bestehen. Au! Hey, was soll das? Du hättest mich mit dem Buch fast erschlagen. Das tat weh. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Das wird Mickey stoppen, mich mit ihren Büchern zu schlagen. Ich lege ein paar bunte Trinkhalme auf hitzebeständiges Papier. Dann fahre ich mit dem Bügeleisen darüber. So schmelzen die Trinkhalme. Aber sie verbrennen nicht gleich. Jetzt mache ich ein Loch in ein Ende und schiebe da die Schnur durch. Mit einem Knoten fixiere ich sie. Das müsste Mickey helfen. Hey! Was? Wow, das ist perfekt! So finde ich die Antworten viel leichter. Genau, was ich gebraucht habe. Das war's, die Zeit ist um. Gebt eure Arbeiten ab. Ich hab's geschafft. Yes, ich bin erleichtert. Woohoo! Ja, ich bin's wirklich. Ihr könnt euch auf was freuen.
Rara! Go Team! Woo! Oh, danke! Ihr seid so nett! Ich habe immer Zeit für meine Fans. Aber denkt dran, ich akzeptiere nur Geld oder Gold. Jetzt geht wieder. Ein Cheerleader zu sein ist harte Arbeit. Und so gut auszusehen ist, naja, für mich ganz natürlich. Ich werde nur ein bisschen nachbessern. Hi, Stacy. Bekomme ich ein Autogramm? Ich bin dein größter Fan. Schreibst du bitte für meine beste Freundin Mickey? Du hast da was im Haar. Wie ist das da reingekommen? Ach, herrje, wie peinlich. Stacy, das tut mir voll leid. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich lege die Bleistiftspäne in diese Herzform. Ich lege noch ein paar mehr dazu. Dann gieße ich klaren Epoxidharz drüber. Jetzt warte ich, bis er fest wird. Dann hole ich es aus der Form. Da kommt jetzt ein Ohrringhaken ran. Und ich habe individuellen Schmuck. Wow, sieht total hübsch aus. Stacy, warte mal. Ich habe da was für dich. Ohrringe für mich? Wow, die gefallen mir. Sie passen zu deinen Augen. Hast du mal an ein Makeover gedacht? Hä? Was ist los? Ich fühle mich so lebendig. Und mir ist schwindelig. Komm, lass uns abhängen. Warte mal. Das ist besser. Wow, alles ist so unscharf. Autsch. Ups, meine Schuld. Na los, ich helfe dir auf. Wow, dieser Unterricht ist total faszinierend. Verstanden, Klasse. Es ist wirklich so einfach. Ja, das stimmt. Oh, da kommt Wendy. Was gibt's, Nerd? Unfassbar, dass ich neben dir sitzen muss. Wie auch immer. Schlagt eure Bücher auf Seite 14 auf. Ugh, ich hasse die Klasse. Ich denke, es ist Snackzeit. Ich liebe Schokolade. Die werde ich genießen. Was machst du da? Du darfst im Unterricht nicht essen. Ich habe Hunger. Oh ja, die ist gut. Ich kann nicht glauben, was ich hier sehe. Was ist da los? Sie ist Schoko. Hey! Ich hab's doch eben gesehen. Behalten Sie sie im Auge. Sie ist raffiniert. Das ist nicht lustig, Wendy. Das ist so seltsam. Vielleicht war es nur Einbildung. Das ist meine Chance. Gut, dass ich die Chips aufgehoben hab. Ach was. Willst du mich verarschen? Die sehen voll lecker aus. Die sind köstlich. Total verrückt. Sagen Sie mir, dass Sie das nicht sehen. Was hast du denn jetzt? Sie isst. Was? Sie hat... Was? Das ist doch albern. Ich bin enttäuscht, Wendy. Keine Störung mehr. Ich stimme zu. Fahren Sie fort. Ich mache mir jetzt ein Sandwich. Was hast du gerade gesagt? Was? Wie macht sie das nur? Ich verstehe es nicht. Egal. Was Mindy kann, kann ich auch. Ich esse jetzt auch einen Snack. Ich habe hier immer was Süßes drin. Und aufmachen. Was glaubst du, was du da tust? Essen ist nicht erlaubt. Das ist nur ein Bonbon. Mindy hat... Oh, ich weiß, was los ist. Hör auf, meinen Unterricht zu stören. Das ist so ungerecht. Ich weiß nicht, wie du das machst. Sch, ich will hier lernen. Ich muss hier raus. Niemals. Was? Ich liebe frische Smoothies. Ist doch voll der blöde Witz. Das ist nicht fair. Tief durchatmen. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde warten. Oh, der war so erfrischend. Und was jetzt? Oh, die Stunde ist schon vorbei. Ich packe gleich zusammen. Wird Zeit zu gehen. Ich frage mich, was es zum Mittag gibt. Hab schon wieder Hunger. Da kommt sie. Jetzt ist Showtime. Genau, die habe ich gebraucht. Nicht so schnell. Was war da drin los? Wie kommst du damit durch? Ich meine, du hattest so viel Essen. Stopp. Okay. Das habe ich nicht erwartet. Was? Was ist los? Warum guckst du mich so komisch an? Nimm die und setz meine Brille auf. Was hast du vor? So sollte es gehen. Die nehme ich wieder. Ah, das brauche ich. Nicht bewegen. Okay, komm mit. Setz dich. Bist du dir sicher? Vertrau mir, das wird klappen. Die sehen aus wie Pickel. Sind aber essbar. Genau, was ich jetzt brauche. Voll gut. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Nebeneinander zu sitzen ist doch nicht so übel. Oh, die Lehrerin. Wollen wir anfangen? Danke, Mindy, du bist die Beste.
Heute ist Wendys Geburtstag. Oh, da kommt sie. Hallo, Mindy. Was ist das für ein Hut? Happy Birthday. Das ist für... Oh, wir müssen zum Unterricht. Hast du den Film gestern Abend gesehen? Warte auf mich. Und dann sind sie ins Spukhaus gegangen. Das macht man doch nicht. Ich steck sie in Wendys Tasche. Das war voll gruselig. Ich hatte Albträume. Beruhigt euch, Mädels. Wir haben heute eine Menge zu tun. Ich sag's ihr. Psst, Wendy. Was ist? In deinem Rucksack. Hä? Mein Rucksack? Guck einfach rein. Schnell, da ist was drin. Hä? Oh, echt jetzt? Gut, dann mach ich's. Gib her. Wirf mal einen Blick da rein. Wow, du hast ein Geschenk für mich. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Vielen Dank. Ich weiß, das ist deine Lieblingssorte. Ich liebe die. Sind das Kekse? Du weißt, dass im Unterricht nicht gegessen und getrunken wird. Gib sie her. Aber die sind ein Geschenk. Wir können doch teilen. Das ist der schlimmste Geburtstag. Sei nicht traurig. Ist schon gut. Mh, lecker. Ich sollte mir für später eine Packung kaufen. Sie ist vor unseren Augen? Hm, vielleicht kann ich doch noch was machen. Ich habe einen Keksnotvorrat für mich dabei. Was? Was machst du da? Sch, bleib cool. Guck dir das an. Aber ich brauche noch was anderes. Der Haargummi ist perfekt. Was? Ich kapier's nicht. Rutsch nach hinten. Ich steck den Keks unter deinen Rock. Und dann wickel ich den Gummi rum. So bleibt er an seinem Platz. Ich mach das den ganzen Rock entlang. Sieht aus wie ein modisches Detail. So, bin fertig. Was sagst du dazu? Wow, das ist unglaublich. Die Lehrerin schöpft keinen Verdacht. Ruhig, Mädels. Jetzt wird's Zeit für einen Snack. Ich zieh den Gummi ab. Und bekomme einen Keks. Hä? Was war das? Hm, ich habe euch bei dem Visier. Ich wusste, dass das klappt. Hey, dafür hast du dir auch einen Snack verdient. Danke, beste Freundin. Ach, der Unterricht ist so langweilig. Ich bin so hungrig. Hey, das war doch lustig. Madison, aufpassen, vor allem wenn ich witzig bin. Ich habe genau für diese Situation an etwas gearbeitet. Oh, hi, Herr Lehrer. Toller Unterricht. Was ist das? Das ist toll. Warum habe ich das nicht schon früher bekommen? Du siehst lächerlich aus. Oh, ich hasse diesen Unterricht. Die Farbe steht dir voll gut. Mir gefällt's. Guten Morgen, Klasse. Wow, nein! Eine schöne Reise gehabt? Vielleicht hat's niemand bemerkt. Meine geliebten Prüfungsunterlagen, warum? Das ist so unangenehm. Jetzt sind sie alle durcheinander. Was für eine grausame Welt. Oh, ich könnte diese Klammern nutzen. Die kommen wie gerufen. Ich klammere die Seiten damit einfach zusammen und dann beschrifte ich die Klammern. So weiß ich, welche Blätter welche sind. Darauf hätte ich mal früher kommen sollen. Schaut euch das an, das ist wunderbar. Zeit für die Tests. Wer lacht jetzt noch? Ha! Hey, passen Sie doch auf, wo Sie mit dem hinzeigen. Hier für dich, Madison. Ups. Aber ich kann dir helfen. Mit dieser wunderbaren Klammer. Ich klebe sie an die Seite deines Tisches. Aber ich brauche noch ein paar mehr davon. Und dann stecke ich die Stifte einfach in die Klammern. So einfach. Wow, ich bin beeindruckt. Das ist ziemlich clever. Bedien dich, Leo. Danke. Oh, das ist knifflig. Ich hätte doch mal lernen sollen. Psst, Madison. Madison. Hi. Hi, David. Oh ja, es ist soweit. Die sind für dich. Du bist ja so romantisch. Ich freue mich, mit dir den Rest meines Lebens zu verbringen. Ich bin überglücklich. Hey, Kleiner. Oh, du wirst meinen Schnurrbart bekommen, Gucci Goo. Das Leben ist perfekt. Hey, hallo, bist du da? Kannst du mir einen Stift geben? Oh, ja, natürlich. Hier hast du... Oh, warte. Den angeknabberten Stift kann ich David nicht geben. Ich suche schnell einen anderen. Wow, ich muss wirklich damit aufhören, auf den Stiften rumzuknabbern.
Hi, David. Hey, Emma. Du kannst meinen Stift haben. Warte einfach kurz, okay? Ich kann's nicht glauben. Was hat Emma vor? Ich muss mich beeilen. Das sieht gut aus. Ich brauche nicht lange. Ich muss hier doch noch einen Stift haben. Das war's. Oh, vielleicht kann ich den Nagellack gebrauchen. Ich denke, das könnte klappen. Zuerst nehme ich einen Kuli auseinander. Dann schneide ich die Mine ab. Jetzt mach etwas Heißkleber ans Ende der Mine. Und nun zum Nagellack. Ich platziere die Mine in der Flasche und verteile Kleber drumherum. Ich lasse ihn aushärten und setze dann den oberen Teil drauf. Das sollte gehen. Jetzt ist es ein Glitzerstift. Das sieht aber schick aus. Und ich kann die Kappe wieder draufschrauben. Das ist viel besser als so ein langweiliger Stift. Hier hast du's. Oh mein Gott, wir haben uns berührt. Jetzt kann ich endlich loslegen. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Das ist ein guter Stift, danke. Ja, es hat geklappt. Du bist so hübsch. Ich meine, deine Schrift ist hübsch. Hallo, Klasse. Was machst du da? David, schnell. Oh nein. Ich bin nicht so gut unter Druck. Sie gehört ganz Ihnen. Das ist zwar seltsam, aber okay. Ich bin auch schon weg. Das war knapp. Aber du hast es geschafft. Entschuldigung, ich bin spät dran. Aber lasst uns mit dem Unterricht beginnen. Warum schreibt die Kreide nichts? Das ist so lustig. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Vielleicht ist sie schmutzig. Moment mal, da ist etwas auf der Tafel. Ist das Seife? Ich bin so enttäuscht von euch. Das war ein Klassiker. Es ist okay, ich muss mich nur kurz sammeln. Ich weiß, ich kann mein Notizbuch nehmen. Ich klebe einfach einen Streifenklebeband an die Kante. Außerdem habe ich Tafelfarbe zur Hand. Damit bemale ich den gesamten Deckel. Das ist sogar entspannend. Ich bin fast fertig. Es muss nur noch trocknen. Jetzt ziehe ich das Klebeband wieder ab. Vorsichtig, ich möchte den Anstrich nicht ruinieren. Ich brauche die Tafel nicht, wenn ich mein Notizbuch habe. Ich schreibe die Gleichung einfach auf den Notizbuchdeckel. Das geht ziemlich gut. Und jetzt möchte ich die Lösung wissen. Was ist nur los? Okay, Klasse, wer möchte antworten? Du! Aber, na gut. Komm nach vorne. Bleib cool. Jetzt bist du nicht mehr so clever, was? Oh, okay. Ich glaube, ich weiß die Lösung. Wie wär's mit der? Falsch, setz dich. Was hast du dir denn gedacht? Verbringe weniger Zeit mit Schabernack, dafür mehr Zeit mit Lernen. Ich wische das wieder weg. Du, Madison. Ich? Das wird übel enden. Ich muss nur noch die Blätter zusammenheften und dann sind die Hausaufgaben fertig. Das macht sogar Spaß. Da muss was klemmen. Ups. Oh nein. Das könnte ein Problem werden. Das war's. Alles erledigt. Jetzt kann ich entspannen. Blöde Klammern. Das wird schmerzhaft enden. Oh nein. Das ist jetzt dein Tatort. Bleib hier sitzen, okay? Keine Presse. Verschwindet. David! La 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 la. Oh yeah. David! Das ist eine gute Tasse Kaffee. Ich hoffe, das klappt. Hä? Wo kommt das denn her? Da steht eine Nachricht drauf. SOS? Was da wohl wieder los ist? Was soll das?
Was? Heftklammern? Meine AirPod-Hülle kann das Problem lösen. Die wird alle Klammern aufsammeln. Einfach so. Ich denke, ich habe alle. Vielen Dank. Ich nehme meinen Putzjob sehr ernst. Okay, jetzt überprüfen. Fleckenlos, genau wie ich dachte. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich muss mit der Klassenarbeit fertig werden. Oh, meine Miene ist abgebrochen. Zum Glück habe ich aber einen Anspitzer. Oh, das ist ganz schön staubig. Was zur? Nicht vor meinen Augen. Das war ein Unfall, ich schwöre. Ich hab's aufgehoben, siehst du? Wow, das war ja krass. Oh, ich habe eine Idee. Aber dafür brauche ich eine leere Flasche. Okay, dann werde ich mal kreativ. Zuerst schraube ich den Deckel ab. Als nächstes schneide ich ein Loch in ihn. Und dann drehe ich den Deckel um. Um den Rand des Lochs trage ich dann Heißkleber auf. Das sollte reichen. Jetzt klebe ich den Anspitzer in den Deckel. Wenn alles trocken ist, schraube ich den Deckel wieder auf die Flasche. Und ich habe, was ich brauche. Jetzt fallen die ganzen Späne direkt in die Flasche. Und sie hinterlassen keinen Müll auf dem Tisch. Ich beobachte dich. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Alles ist in der Flasche. Hm, der Junge wird es mal weit schaffen. David, ich habe dein Telefon. Was? Madison, komm zurück. Ich muss mich verstecken. Hier ist ein gutes Versteck. Madison! Oh, wo ist sie hin? Hinter Nummer 1 oder hinter Nummer 2? Ich weiß es nicht. Du musst mir helfen. Komm schon, bitte. Erleichtere dir den Schulalltag mit diesen cleveren Hacks. Und hilf David, Madison zu finden. Schreib deine Antwort unten in die Kommentare. Und nicht vergessen, teile dieses Video mit deinen Freunden. Und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für noch mehr coole Videos.